Es sind Fundstücke, die die journalistischen Zeugen des Moments und zuvor schon die Ausschussmitglieder fassungslos machen. Wolfgang Drexler stellt vor, was den professionellen polizeilichen Ermittlern 2013 angeblich durch die Lappen ging. Fundstücke, die sich im verbrannten Auto von Florian H., dem rechten Szeneaussteiger und aussagewilligen Zeugen zum Mordfall Kiesewetter befanden und der in diesem Auto Suizid begangen haben soll. Die Familie, das heißt die Tatjana Heilig, die Schwester, hat mit einem Zeugen am Sonntag vergangenen Sonntag, noch einmal das Auto, weil sie ja mit uns am Dienstag sprechen wollte, durchsucht und mit einem Zeugen und hat uns dann mehrere Gegenstände übergeben. Ein lange vermisster, jetzt verkohlter Schlüsselbund mit dem Zündschlüssel. Ein verschmortes Feuerzeug. Der Deckel eines Benzinkanisters, eine Machete und eine Pistole. All dies will die Schwester des Toten jetzt im Autowrack gefunden haben. Ein Auto, das die Polizei damals schnell verschrotten lassen wollte. Besonderes Augenmerk dürfte hingegen anderen nicht ausgewerteten Fundstücken gelten. Das Handy, wo die Familie davon ausgeht, dass dort telefoniert und WhatsApp gemacht wurde, das zwischen den Vordersitzen lag. Das letzte, das gefunden wurde, auch von der Familie. Der Laptop, den auch die Polizei festgestellt hatte. Die SIM-Karten, die zu Hause waren. Der PC, der zu Hause war. Dazu ein weiteres vollkommen intaktes Handy von zu Hause. Alles Dinge, an denen die Ermittler der Polizei damals keinerlei Interesse gezeigt hätten. Des Weiteren nannten die Angehörigen hinter verschlossenen Ausschusstüren noch weitere Zeugen, die jetzt vernommen werden sollen. Das Autowrack soll jetzt nach dem Willen des Ausschusses noch einmal fachkundig untersucht werden. Unter drei Gesichtspunkten. Einmal gibt es noch weitere Gegenstände, die nicht zum Auto gehören in diesem jetzigen verbrannten Wrack. Zweitens, ob es, Stichwort, ein Fremdzündmechanismus in dem Auto gab, wo möglicherweise eine Fremdzündung mit Funk oder so war. Das alles und vor allem eine Frage will man jetzt noch einmal von unabhängiger Seite akribisch untersuchen lassen. Waren die damaligen Ermittlungen einfach nur schlampig oder gab es andere Hintergründe? Also wer bei der polizeilichen Vernehmung dabei war, der hat ja mindestens den Eindruck gewonnen, dass die Polizeibeamte nur interessiert hat, was relevant war für den Selbstmord, nachdem sie vom Selbstmord ausging. Nachdem sie am Montagmittag den Obduktionsbericht hatte, ist sie von einem Selbstmord aus. Und alles andere hat sie, also so hatte ich den einen, überhaupt nicht interessiert. Die zuständigen Beamten werden jetzt noch einmal vernommen. Verschwörungstheorien will Drexler indessen bewusst keinen Vorschub leisten. So spreche der im Wagen gefundene Schlüssel zum Beispiel eher gegen die von den Angehörigen vertretene These, dass Florian H. keinen Suizid begangen habe.